So sitzt ihr bei einem kühlen Söldnerwein und Söldnerbier in den Hallen der Basaltfaust. Ihr seid zurzeit unter euch und könnt euch etwas unterhalten. Was wollt ihr tun? Nun, bis jetzt war unsere Ankunft größtenteils ohne Zwischenfälle. Und wir müssen den Granden ja noch einen Besuch abstatten. Wir sollten uns vielleicht erst auf die ganze Sache einstellen. In meiner Heimat ist üblich, dass die hohen Häuser euch mal eine Einladung verschickt. Und wir auf diese Weise eingeladen werden. Wir können nicht einfach vorstellig werden bei Ihnen und sagen, hallo, hier sind wir. Also natürlich können wir. Das wird nicht funktionieren. Wir werden uns der Tür verweisen. Wir können vermitteln, dass wir Anliegen haben, die zu besprechen sind über Mittelsmänner. Wir werden nicht direkt zu Ihnen gehen. Wir müssen auf eine Einladung hoffen. Um eine Einladung bitten. Haben wir uns denn schon darauf geeinigt, welche Häuser wir jetzt eigentlich ansteuern wollen? Also, Caligan, Zornbrecht, Bonaret sind drei, die wir auf jeden Fall besuchen sollten. Und dann haben wir noch zwei weitere. Wollen wir Karinor mit in diese fünf Häuser nehmen, die wir als erstes besuchen? Oder... Ich denke, wenn er im Marbo-Kloster wohnt, ist es nicht das Klügste, ihn irgendwohin mitzuschleifen. Vielleicht sollten wir uns auch über das Haus Ulfran informieren. Ich weiß nicht genau, was mit diesem Grandenhaus vor sich geht, aber wir sollten es nicht außer Acht lassen, nur weil der Großmeister es sagt. Auf ihm, diese, wie hat er sie genannt, Wilmanen? Punkt ist jedenfalls, weißt du über die was? Ist die Aussage deines Großmasters vertrauenswürdig, dass man mit denen am besten nicht interagiert? Naja, also erstmal ist seine Aussage natürlich vertrauenswürdig. Ich meinte eher, was die Fakten angeht, nicht was sein Gefühl angeht. Naja, er wird mehr wissen als ich tatsächlich. Die leben relativ zurückgezogen, glaube ich. Also irgendwie tun die halt nichts. Was sie halt irgendwie ins Hintertreffen bringt, aber warum weiß irgendwie keiner. Nun, aber wenn sie nichts tun, würde sie das auch zum idealen Ziel einer, sagen wir, unfreiwilligen Transaktion machen. Man weiß, dass es das Haus gibt, aber hört nichts davon. Also sie feiern keine großen Feste mehr. Eigentlich nicht im Krieg mit den anderen Häusern, weil sie halt einfach nichts tun. Aber warum sie das machen, weiß ich nicht. Nun gut, denken wir ansonsten mal nach. Also Polygon sollten wir uns ansehen. Und Ulfhard sagt Havelmir. Und auf jeden Fall sollten wir irgendwie versuchen, bei den Karinors einen Fuß in die Tür zu bekommen. Dann die Zornbrechts hat man uns ja schon anempfohlen. Das sind dann vier. Wen gibt es denn noch? Das Haus Kugris. Wir haben ein Druckmittel gegen sie in der Hand. Ihr das da wäre? An das Kontor in Mendena. Offiziell hat Alanfa keinen Handel mit den Schwarzen Landen. Waren das nicht die Pasca Florius? Oder hatten die Kugris dort auch ein Kontor? Ich meinte, es wäre das Haus Kugris, aber ich kann mich hier auch täuschen. Was also, ist eigentlich mit dieser... Die Alanfaner, die uns beherbergt haben, das war das Haus Pasca Florius. Und was ist eigentlich mit diesem Haus Pasca Florius? Von denen habe ich bis jetzt gar nichts gehört hier oben. Diplomaten, sagte der Großmeister, nicht militärisch aktiv? Was ist mit eurem Patriarchen? Könnte sich da vielleicht ein Besuch lohnen? Von jemandem, der nicht ich ist? Naja, also der Großmeister hat das schon ganz gut umrissen. Er wird sich da sehr neutral zu verhalten. Nun, auch er will Familie haben. Vielleicht kann die inoffiziell freier agieren. Die Familie Honak? Wenn er so heißt. Traurig, dass sie das nicht wisst, aber ja. Und verzeiht, dass ich nicht jeden Ketzerfürsten auf dem ganzen Kontinent im Kopf habe. Naja, ihr seid kurz davor, euch eine zu fangen, aber das wisst ihr, glaube ich. Versuch's. Vielleicht sollten wir uns auf das Gespräch konzentrieren und ihr lasst diese, nun ja, sterbischen Bemerkungen. Na gut, das wäre dann der fünfte.
wir sind auch nur zu fünft. Oh, richtig. Damit steht das also fest. Was wisst ihr über das Haus Bonaret? Irgendetwas Besonderes? Ja, sind relativ groß im Sklavenhandel. Aber wer ist das nicht? Nun, da wir nicht übermäßig daran interessiert sind, an Sklaven heranzukommen. Naja, reich sind sie trotzdem. Also. Natürlich, aber wir müssen unsere Prioritäten halt einteilen. Ja, die Frage ist auch nicht unbedingt, wen ihr besucht, sondern was ihr denen jetzt sagen wollt. Das wäre der nächste Punkt. Ich denke, würden sich die Granden auf die eine oder andere Weise mit gutem Willen und dem Wohl der Welt oder auch nur ihres eigenen Volkes ködern lassen, hätten sie bereits etwas unternommen. Naja, wir wissen doch alle, jeder möchte etwas, ne? Das wird Granden nicht ausschließen. Also wäre es unser erstes Ziel, herauszufinden, was die jeweiligen Personen möchten und wie viel sie dafür bereit wären, an Geld in den Hut zu werfen. Ja? Und dann müssen wir gucken, ob wir das, was wir ihnen versprechen, umsetzen können. Also, der eine möchte vielleicht ein exotisches Tier haben und der nächste möchte, weiß ich. Du unterschätzt, wie reich diese Leute sind, Ultax. Alles, was sie haben wollen, haben sie. Ah, Geld ich kann denke, nicht alles kaufen. Ich denke es. Ach nein. Habt ihr nicht mal von einer Anlegestelle auf Maraskan gesprochen? War da nicht irgendwas? Ja, Helmport. Ah ja, richtig. Nun, ich hatte die fortwährende Verwaltung Karinor übertragen und scheinbar traf der ja auf einige Schwierigkeiten, was das anging. Nun, wenn ein Karinor bereits in der Verwaltung ist, man weiß nicht, ob wir das nutzen können, aber maraskanische Handelsgüter sind hier sehr begehrt, vor allem von den Granden. Lässt sich viel Profit mitmachen. Das Problem ist, dass wir aus Helmport keine tatsächlichen maraskanischen Handelsgüter extrahieren können. Es gibt vermutlich noch einige maraskanische Bauern, die wir da dann gesiedelt haben, aber nun ja. Wir müssen ja nicht die Handelswaren zusprechen, sondern vielleicht einen Platz an diesem Port an sich, um die Möglichkeit zu bieten, selbst Handel zu führen. Selbst diese Waren zu holen. Ja. Also es ist auf jeden Fall besser als nichts. Habt ihr noch irgendeine Idee, Abelmir, was man den Granden schmackhaft machen könnte? Nun ja, man muss sie in ihrer Situation klar machen, was. Nun, falls wir fallen oder wir nicht siegreich sind gegen den Heptarchen. Nun ja, die Kornlieferungen nach Alanfa vermutlich nicht eintreffen werden. Und nun ja, wir wissen alle, dass Alanfa auf Kornlieferungen angewiesen ist, um die Farmers zu ernähren. Und ich bin mir sicher, es wird helfen, darauf hinzuweisen, unterschwellig, dass es sein könnte, dass, wenn ein einzelner Grande sich querstellt, vielleicht nur seine Kornlieferungen nicht ankommen. Nur ich dachte eher an, dass Darion Palligan diese Kornlieferung behindert. Und das auch. Aber eine gewisse Drohkulisse könnte hilfreich sein. Je nach Situation. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine kluge Idee ist, einen Granden zu bedrohen. Und deswegen bedroht er nicht den Granden, sondern seine Profite. Und damit ihn. Nun, und gleichzeitig gebt ihr ihm ein sehr leichtes Mittel, um solche Drohungen zu vermeiden. Ich kenne mich mit den Granden nicht aus, aber würde mir ein Fremder in meiner eigenen Stadt mich bedrohen und mich mir zu sagen, dass wenn er nicht gehorcht, dass sie sein Schiff überfallen. Was? Das sollt ihr ihm doch nicht direkt ins Gesicht sagen, Abelmir. Götter im Himmel, ich dachte, ihr Horasier seid gut darin, verschlagen zu verhandeln.
Das hat nichts mit Verschlagener zu tun. Das ist eine direkte Bedrohung. Selbst wenn ihr es verschleiert, seid ihr so begriffsstutzig? Aber das ist doch genau das Problem. Wir wissen nicht, was die Granden wollen. Selbst ich und Rafim sind zu lange nicht mehr in der Heimat gewesen, um den launischen Willen der Granden in irgendeiner Form deuten zu können. Warum informieren wir uns nicht hier, was wir den Granden anbieten können, was momentan ihr Begehr ist? Vielleicht beim Volk, die werden wohl nicht viel wissen, aber sicher die Tempel. Es gibt einen Fex-Tempel. Bios-Tempel wolltest du ja dann ja sowieso besuchen. Nun, ich weiß nicht, ob wir im Firon-Tempel viel herausfinden, aber einzigartig ist er wohl alle Male. Wenn irgendwer längeren Kontakt zu den Granden hat, dann wahrscheinlich die Geweihten. Also ich sehe den Fex-Tempel als gute Anlaufstelle. Ist der Tempel denn neutral? Oder werden diese Anfragen an die entsprechenden Granden weitergetragen? Die werden schon ihre Spione haben. Du kannst davon ausgehen, dass das meiste, was du hier auf den Straßen hörst, sollte es nicht in der schmierigsten Kaschemme sein, auch an die Ohren der Granden kommt. Oh, was vielleicht ganz sinnvoll wäre. Ich denke doch, jeder und jedes Grandenhaus wird seine Schützlinge gut ausbilden wollen. Vielleicht können wir an der Universität von Al-Anfa mehr erfahren. Ich denke, dort sind wahrscheinlich viele der Studiosi und Grandensprösslinge. Und vielleicht kriegt man da zwischen den Gesprächen in den Lesesälen einiges mit. Das stimmt. Dornbrecht ist auch einer der Vorsteher der Akademie. Ich weiß nicht, wie heißt das bei diesen Akademien? Das ist eigentlich eine gute Idee, Boltax. Vielleicht könnten wir auf indirekten Wege etwas erfahren. Nun ja, diese Grandenhäuser haben wie im Horasreich angestellte, einfache Diener. Vielleicht wissen sie etwas, von dem die Granden denken, dass sie es nicht wissen sollten oder dürften. Auch am Preios-Tempel hält Zornbrecht seine Hand drüber. Gott, das wird dir vielleicht missfallen, Jalan, aber dort werden wir sicher mehr über die herausfinden können. Und ich werde mit dem Geweihten reden. Ja gut, mit etwas Glück, bekommen wir den Wacher der Ordnung dazu, uns eine Audienz zu gewähren. Dann würde ich vorschlagen, ich und Abelmir tun uns einmal in der Universität um. Ja, das klingt sehr vernünftig. Und du willst dir jetzt den Wacher der Ordnung vorknüpfen, Jalan? Nun, ich werde zum Preios-Tempel gehen und sehen, ob man mich empfängt. Oder idealerweise zu einem genehmeren Zeitpunkt uns alle. Ja. Und ansonsten tue ich mich wohl ein wenig unter den Geweihten um. Ja, vielleicht sollte dich Zulamin dann begleiten. Ja. Könnte nicht schaden. Also ich kann auf jeden Fall nicht mitkommen. Ich glaube, der sieht mich ungern. Nun, das kann ich tun. Also holen wir erst weitere Informationen ein, bevor wir uns auf das politische Parkett begeben? Genau. Und wen anders sagt, Wissen ist Macht. Und wenn sie nicht wissen, macht nichts. Aber das wissen einige von uns ja am besten. Du sprichst aus Erfahrung, oder? Ach. Auf dem Weg zur Akademie macht. Sagt mir, wenn ihr wiederkommt, mal Bescheid, solltet ihr dort einen schwarzgewandten Magier mit dunkler Haut sehen. Moha stammig. Dem habe ich noch ein Wort zu reden. Habt ihr einen Namen für uns? Azad Monterey. Er ist mein Halbbruder. Ja, und lasst mich raten, ihr seid nicht im Glück auseinandergegangen. Nun. Nein, so kann man es nicht nennen. Nicht wirklich im Glück. War ja zu befürchten. Aber vielleicht können wir euch im Glück wieder vereinen. Ist der Dozent an der Al-Anfanischen Akademie?
kein Dozent. Es könnte sein, dass er sich da nicht mehr befindet, sondern auf seinen Dienst zur See verrichtet. Hat sich für den Seekriegsmagierzweig entschieden. Sollte er in der Stadt sein, dann werde ich trotzdem mit ihm reden wollen. Ist das denn ungewöhnlich, dass Mohas eine Magierkarriere einschlagen? Ihr sagtet, er sei dunkelhäutig. Ja, und wo ist da das Problem? Ich frage nur, ob es ein Problem ist. Weil er gesagt hat, das wäre ein Erkennungsmerkmal und deswegen dachte ich, es sei vielleicht irgendwie selten. Ja, also viele Mohas sind natürlich auch noch Sklaven, ne? Man muss den richtigen Namen haben. Sklaven lernt man natürlich nicht das Lesen und so. Auch keine Magierschaft, aber wenn man Kontakte, Verbindungen hat, dann schafft man es auch als Jüngling in die Magierakademie. Verstehe. Wisst ihr, in Fasar bezieht man sehr gerne Moha-Sklaven aus Al-Anfa, da sie dem dortigen Schönheitsideal entsprechen. Und von daher sind viele hochgestellte Familien eben auch Moha-blütig. Azad hat es mir und meiner Verbindung zu Zornbrecht zu verdanken, dass er an der Akademie aufgenommen wurde. Und dass er den Namen Monterey überhaupt tragen darf. Wir teilen nämlich nicht denselben Vater. Also schuldet ihr euch was? So würde ich es sehen, aber er ist nicht gerade dankbar. Nun ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, ihn kennenzulernen. Vielleicht habt ihr Glück und er ist in der Stadt. Also das Haus Florius, der stammt ja auch von Utulus ab zum Beispiel. Ja, sind dann auch eher in einer dunkleren Hautfarbe. Das ist also nicht so ungewöhnlich hier. Ich weiß generell nicht, warum das mit der Hautfarbe überhaupt ein Problem sein soll. Das kommt mir auch so. Aber Rafim hat auch einmal gesagt, dass es verboten wäre, die Sprache zu beherrschen. Ja. Also die Moa. Man spricht kein Moisch in Al-Anfa. Weil die Sklaven sich nicht untereinander unterhalten sollen, ohne dass wir das verstehen. Macht natürlich auch Sinn. Aber die Sprache ist trotzdem in der ganzen Stadt. Jeder kann ein bisschen was. Auch wenn wir es nicht offen sprechen. Aber wahrscheinlich werden auch einige Worte einfach so in den Sprachgebrauch hineingesuppt sein. Ja, das ist durchaus möglich. Naja, gut, also gehen Abel, mir und ich in die Universität und Yalan und Sulamin zum Praios-Tempel. Rafim, Diamantis, was wollt ihr machen in der Zwischenzeit? Also, ich werde mich, glaube ich, ehrlich gesagt einfach mal wieder in der Stadt umschauen, ein bisschen Heimat genießen. Das würde ich auch sehr gerne, aber ich denke, jemand von uns sollte auch zum Fex-Tempel gehen, auch wenn ich nicht denke, dass wir die Richtigen dafür wären, Rafi. Nein, ich werde im Chor-Tempel vorstellig werden, einige alte Kameraden grüßen. Ich werde vermutlich nicht viel rausfinden können, aber ich habe schuldet dir schon lange mal wieder einen Besuch. Wenn du nichts gegen Begleitung hast, würde ich mit dir kommen. Die Aura der Stadt wieder verinnerlichen. Gerne. Ich muss euch hier zum Tor begleiten. Das versteht ihr sicher. Wie kommen wir eigentlich auf den Silberberg hinein und wieder heraus? Nur euch? Naja, also als Geweihte hätte man natürlich auch normal Zutritt. Aber in den hinteren Bereich, wo wir uns jetzt befinden, ja, da müsstet ihr schon auf mich warten. Das ist ein wenig ungünstig, oder? Naja, dafür seid ihr hier auch absolut sicher. Was in dieser Stadt eine ganze Menge wert ist. Nun ja, Boss, wenn wir jedes Mal warten müssen auf euch, damit wir den Silberberg betreten können. Naja, habt ihr noch einen Vorschlag? Nun ja, ein vernünftiges Hotel in der Stadt. Ja, könnt ihr ja machen. Jetzt wurden wir hier schon eingeladen an die Mauern der Basaltfaust. Das wäre mehr als unhöflich, das abzulehnen.
Aber das müsst ihr selber wissen. Aber es wäre unhöflich, da hat er nicht Unrecht. Na dann bleiben wir selbstverständlich hier auf dem Silberberg. Haben wir. Wir können uns aber in der Herberge treffen, das direkt vor den Toren wir sind. Wir wären da fast vorbeigelaufen, hätten wir den anderen Weg genommen. Haus Mirham nennt sich die. Gibt's einen guten Reisschnaps, da können wir uns wieder zusammenfinden. Na gut, ihr seid die Experten hier. Dann machen wir das so. Ja, wunderbar, da gehen wir mal los und sammeln ein paar Informationen. Ja. Gut, beginnen wir mit, ich glaube, Zulamin und Yalan, ne? Na gut, auf zum Priors-Tempel. Zum Priors-Tempel. Der örtliche Priors-Tempel, der Gurwan, der Gurwan geweiht ist, ist nach dem Vorbild vom Neugaräter Tempel gebaut und dann dementsprechend auch in dem ukurianischen Stil. Ihr könnt dann an den Bosbaranien-Holzsäulen vorbeigehen, verschwenderisch mit Blattgold belegt. Und auch im Inneren könnt ihr dann die Inschrift erkennen. Gurwan Heliodan lege Zeugnis für uns ab. Das Innere, wie gesagt, beherrscht von unglaublich viel Gold, auffällig geschmacklos, aber mit überschweren Greifen, mit vergoldetem Sandstein, gigantische Kandelaber, mit ewigem Licht, zumindest, na gut, das ewige Licht ist ja verschwunden, aber zumindest bildet es das nach, das kann nicht das Original sein. Und so könnt ihr dann vorbeitreten an verschiedenen Relikten, Gemälden und bisschen umsehen, herumfragen. Wollt ihr direkt zu dem Tempel vorstehen oder zu irgendeinem Prios geweihten? Gibt es einen Sekretär? Natürlich, er hat auch einen Sekretär. Gut, dann werden wir da vorstellig. Gut. Dann werdet ihr bei dem Sekretär natürlich ein eigenes Büro vor diesem Büro, beziehungsweise der Vorraum dann ist auch noch natürlich beschildert. Da ging es dann zu Amos Tiljak, dem, Vorsteher der Gerichte bzw. der Auslegung des Rechtes in Alanfa, der Judex Maximus. Seines Zeichens dann vermutlich auch der Wahrer der Ordnung. Genau. Ja, der Mann, der Sekretär, rückt seinen Zwicker zurecht und betrachtet euch einmal und öffnet sein Buch und taucht einmal seine Feder ein. Ja, Sie wünschen? Ein paar Herz zum Gruße. Ich bin Yalan Greifenhund aus dem fernen Norden gekommen. Ich wünsche eine Audienz beim Wahrer der Ordnung. Ja, worum soll es gehen? Es geht um die Bekämpfung der des Fortschritts der Blutigen See. Und das betrifft Amok Tiljak inwiefern? Nun, auch Alanfa, die Stadt und sein gesamter Ordnungsbereich ist davon betroffen. Ebenso wie die Wahrer der Ordnung der Lande Arania und des Sonnenlandes bereits informiert sind und ihre Kooperation geleistet haben. So, so. Und soll dieser Punkt vorgetragen werden im Rat der 12? Ich wünsche eine private Unterredung mit dem Barer. So, so. Und die Dame? Mach eine Handgeste zu der Mitrichtung. Ich begleite ihn. Ja, und wer sind Sie? Tarf Sunia Zulamin al-Shabra, Visierer von Yanka. Die kommt jetzt woher? Aranien. Das ist gut. Kommt als Vertretung aus Aranien und spricht für die Errungenschaften in der Blutigen See. So habe ich das korrekt verstanden, ja? So könnte man es am ehesten ausdrücken, ja. Dann notiert sich etwas. Nehmen Sie bitte Platz auf den beiden Stühlen dort. Ich werde ihm einmal das Anliegen vortragen. Ja, ihr könnt dann Platz nehmen. Er verschwindet dann kurz einmal hinter der Tür, nachdem er angeklopft hat. Könnt dann auch einen Hereinhören von einem etwas älteren Mann. Und er verschwindet kurz, kommt dann wieder. Wird dann wohl noch ein halbes Stundenglas dauern und dann öffnet sich die Tür und Amos Tiljak tritt heran.
Er begutachtet euch über seine Robe, die dann in Weiß, Gold und Rot gehalten ist. Einige Medaillons, einige Amulette, die dann noch um seinen Hals baumeln, streicht sich über seinen weißen Bart, den er so ein bisschen zurechtzwirbelt und lässt euch dann einfach dort sitzen, die Tür lässt er auf und geht dann mal wieder nach drin. Ich stupse zu Rami kurz an, falls ihr gerade nicht, mir fehlt das Wort. Aufmerksam war, dann erhebe ich mich und trete ein. Ja, auch sein Büro ist weiter mit Prunk dekoriert, also das steht den Grandenhäusern in nichts nach, so wie auch der Rest des Ios-Tempels dann eingerichtet war, ist dann eben auch sein Büro eingerichtet. Allerdings kannst du über seinem Schreibtisch erkennen, beziehungsweise dahinter, ein großer gekrönter Rabe, der dort angebracht ist und keine weiteren Prios-Sonnen oder Amulette. Bemühe mich nicht zu glotzen, sowohl auf die große Menge an zur Schau gestellten Reichtum als auch auf den Raben. Ist vielleicht nur so halb erfolgreich. Nun, Euer Eminenz, vielen Dank, dass ihr uns so kurzfristig empfangen konntet. Wenn ich mich noch einmal vorstellen darf, ich bin Jalan Greifenmund. Vom Orden des Bandstrahl. Vom Orden des Bandstrahl? Nun, ehemals, mittlerweile, muss man sagen. Kleinere Glaubenskonflikte. Gerade ihr, jetzt guckt Jalan doch sehr gedankenvoll auf diesen gekrönten Raben, seid sicherlich vertraut. Wenn es manchmal darum geht, die von der Leitlinie, die aus Gareth vorgegeben wird, abweichen zu müssen. Die Leitlinie aus Gareth? So etwas gibt es hier nicht? Nun, selbstverständlich. Ich bin mir sicher, ihr habt seit langer Zeit wenig aus der Stadt des Lichts gehört. So weit weg, wie ihr doch seid. Nach alanfanischer Lehre ist Prios der göttliche Richter zu Rechten Borons. Nun, selbstverständlich. Nur auch ihr erkennt sicherlich den Boten des Lichts als Oberhaupt unserer Kirche an. Was möchtet ihr also? Ihr habt recht, kommen wir zum Punkt. Nun, die blutige See schreitet weiter voran und der Arztbaktierer Darion Paligan hat empfindliche Fortschritte verzeichnen können. Ich würde euch mit den Details zum derzeitigen Zeitpunkt nicht langweiligen. Tut das. Welche Fortschritte? Nun, selbstverständlich. Zu Termin wollt ihr oder soll ich fortführen?